Ja, Winners Final, ne? Ist leider nur für Winners. Darf ich nicht rein. Aber kommentieren kann ich. Schon wieder Fox Beach, eigentlich gar keine Lust. Wir laufen genug rum, soll jemand anders kommentiert. Doch, der Konzi ist in der Losers. Konzi ist in Losers, spielt gerade auf Target auf Stream. Danach muss er gegen... Den aber gegen wen muss er denn? Er spielt gerade. Ja, gegen wen danach? Nach Konzi hat gegen Maxi verloren tatsächlich, ja. On Stream. Guckt dir das Wort der an. Muss gegen... Danach Straw Stream in Losers. Stimmt, klar, der ging gerade gegen... Ja, Spielen. Der hat... Ja, Maxi hat Konzi besiegt, 3-1. War sicko, man. Deswegen ist das hier Winners Final. Machen Sie gegen Dennis? Nee, Sterni. Wir haben nur Sterni. Verdammt. Sterni ist auch im Kühlschrank. Money match between Third and Monkey Win. Dude, come over. First time three. No one has to know you've already been here. I mean, we're still here a few hours, but next week, Nano. See me, Nano, dude. Easy. Diese Engels, oh mein Gott. Hi. Hi, me. Fucking Money Match mit you. We've never rival set up today. Ey, willst du Rival spielen? Jetzt bin ich raus, das kann ich Rival spielen. Tetherball Doubles, das ist so cool. Junge, das macht so Fun. Nee, es ist so. Really, you think my voice changing when I'm speaking English? Ja, ich war im Deutschen, keine Ahnung, wie ich halt so. Oh mein Gott, das wäre so sick gewesen. Dennis ist krass, Alter. Warum ist Dennis krass? Ja, ich kann mir vorstellen, dass Konzi wahrscheinlich das Deed ist. Ich habe nur das fünfte Game gesehen, aber... Quatsch. Das war ein anderes Match. Ich habe es gar nicht gesehen. Aber Office sagt, es ist ein unschönes Match. Office ist auch ein bisschen nicht hier. We miss you. Dennis aber mit den Camouflage-Skins. Home Office. Oh yeah. Office, there's home today. Doing home office stuff. Okay. Oh mein Gott. Run up, smash. Hello, hello. This is Radio Melee. To all the lonely people out there, I say hello. Karen, how's it going? Who else is here? Office, nice. Oh my god, what is this? Oh my god. The combinations. Hot Atze Sommer mit dem 3-0. Sagt Buff Target, ja, du bist improved, aber nicht ganz. Nice level up. Now try to get on my level. Ist das so ein Consolation Game so ein bisschen jetzt gewesen oder bist du immer noch extrem sad? Ich fühle es gar nicht. Konstantin und Marius. Sad, das Sad Boy Derby. Versuchen wirklich
die Laune so weit runterzuziehen. Sowieso leid, ne? Ah, sad. Vielleicht ein bisschen Vitamin D für euch? Müsst ihr mal in die Sonne? Sad Match. Spielt nur so ganz langsame Charaktere auch. Und es ist so eine. Wisst ihr, manchmal. Wir müssen leider den Schwarzen spielen. Also, es gibt keinen schwarzen Fox, ne? Manchmal braucht man doch auch so eine Ballade. Wir müssen aufeinander hingehen und manchmal FTG ins Gesicht. Dann wäre das so. Ja. Banane schreibt auch munterte Worte, fick sie einfach aus Losers. Oder wir spielen die ganze Zeit Luigi. Auch in der Dating-Welt solid advice. Was? Fick die einfach aus Losers? Ja. Fick bitte niemanden aus Losers in der Dating-Welt, bitte. Also, das ist ganz scheußlicher Advice. Es gibt natürlich auch. Wenn sie sagt, sie möchte dich, dann bist du Losers und dann bist du nein, raus. Nein, das meine ich nicht. Dating, ich meine, Dating ist Single Elimination. Wenn du verkackst, dann verkackst du es. Das stimmt. Single Elim. Auch Elimination wirklich. Das ist eine gute Metapher. Du stirbst, wenn es nicht klappt. Das stimmt wirklich. Dein Tournament Life ist ein Stock. Make it count. Du hast eine Chance. Ich habe es anders interpretiert. Ich dachte, Fixie aus Losers ist mehr so, Losers ist dann so die Gruppe an Leuten, aus denen du pickst. Für deinen Datings-Potential. Nee, das funktioniert also so. Und du pickst einfach eine Loserin. Oder einen Loser. Red Flag, schreibt Witzka. Oh, okay, ich nehme alles zurück. Die Kehle, das reicht. Das ist genug. No more dating advice von mir. Es tut mir leid. Du kannst so Glück haben, dass du eben bereits in einer Beziehung bist, weil sonst würdest du wirklich die schlimmsten Sachen so, machen. Achso, warte, der Tipp. Unser Twitch-Channel, probier es immer wieder. Nicht Berlin Smash Melee approved advice, aber Juggle approved. Malek, hör auf mit diesem shitty advice. Trolls kriegen den Timeout. Wo sind unsere Mods? Nein. Ja, die Red Flag war safe darauf. Ey, mach den Timeout auf Malek zurück. Hab schon, nice. Er ist Kumpel von mir. Tolerieren wir zu 0%. Er kann da ruhig gucken in 100 Sekunden. Er hat einen Witz gemacht. Auf immer wieder. Er ist ja auch ein Witz. Oh, also währenddessen ist das Game relativ sick. Ich habe leider überhaupt nicht eingetragen, wer gewonnen hat. Verstehst? Was wo? In dem Match. Achso, Max hat das Witz gewonnen. Damn. Wo ist das Window, das wir wollen? Das hier. Spiel. Irgendwann. Okay, let's go. Okay, gucken wir uns das Match an. Was geht ab? FD. Boah. Sehr even. Oh, diese Drills. Nein. Maxi ist so schnell. Oder? Er hat doch safe letztes gespielt. Er sieht firmly in Kontrolle aus. Aber im Neutral ist Peach immer in Kontrolle. Und dann passiert sowas. Einfach in den Müll geworfen. Den Fuchs. Oh mein Gott. Dennis rastet aus, aber Dennis ist Peach. Dennis freut sich genauso über Kombos, die ihn töten, wie über Kombos, die seinen Gegner töten. Außer Laster. Schön. Nice, Adrell. Super geil. Weiß alles. Oh, der Forward Air. Ist das Falco? Laser? Oh, richtig, richtig geil, ne? Ich möchte dazu sagen, dass sich Maxi gegen mich aufgewärmt hat. Oh, übrigens, sorry dafür. Es lag nur daran. Ich habe krass den Brotherhood of the Falcons verraten damit. No, der Throw. Das Wetter ist halt dumm auch. Chain Grab. Wir gehen in eine Werbepause für ungefähr 30 Sekunden. Just kidding, wir sind back. Gib ihn. Maxi spielt so geil. Er spielt wirklich gut, er will es heute. Ich glaube, manchmal muss man den Boys da was geben, weißt du? So ein Win. Als Motivation. Man will ja, dass seine Homies succeeden. Das nächste Mal nimmt man ihnen alles. Alle Träume so. Mal gucken, ob es wieder knapp wird und man ist so, nah, Bro. Yes, let's go. Sogar Dennis ist hyped für Maxi. Es gibt keine Party am Wochenende. Die Party ist irgendwann Ende des Monats geplant. Wieso bin ich nicht eingeladen? Weil noch niemand eingeladen ist. Okay, das ist nicht der Grund. Du bist aber eingeladen. Oh, safe. Dankeschön. Vielleicht komme ich nicht. Wir machen so eine formelle Sache raus. Ich lade dich ein, du bedankst dich, kommst nicht, ich verstehe es. Ich schicke eine höfliche Absage. Wir reden nicht mehr drüber. Ich sage hey, höflich ab. Oh, let's go. Ganz kleines Fruzy-Play an dieser Stelle. The littlest of fruits. Der kleinste der Fruzies. Der kleinste, ja.
Oder kann ja auch so... Fusi der Kleinere. Es kommt übrigens, das wissen nicht viele von Afruzi früher, als Lil Fruzi noch so einen krassen Afro hatte. Ah. Ja. Ist aber... Er hat nämlich sehr lockige Haare. Es war nämlich Afro-Zen-Light. Zen, das Zen-Licht, das, das der Buddha quasi erkennt bei der Meditation, weißt du? Nee, ich verstehe überhaupt nicht. Ja, Frozen Light, weißt du? Oh. Ja, also bei der Party gilt ganz strikt Bring Your Own Baby Brei. Für Kita-Plätze ist gesorgt. Aber eben nicht für Babybrei. Das Mittagessen können wir uns nicht leisten. Oh. Der Senat hat uns die Gelder gekürzt. Oh, das ist nice. Wollt ihr das unter einer grünen Regierung? Sicker Edgar. Oh. Da will er einfach den... The Mike Hayes Strategy. Oh. Ist das ein Game? Kann sein. Oh wow, Dennis, so, sieht so aus. Dennis ist ganz schön am Pop-Offen gerade. Wenn er jetzt noch ein bisschen Damage macht, dann ganz... Dennis hat Bock auf Stats. Der ist so, no. Ich verliere nicht auch noch. Das ist Konstantins Job. Heute ist Konsti der Verlierer. Oh, Spaß, das war schön, das war schön. Ja, manchmal bist du der Verlierer und manchmal bist du der so krasse auch, Verlierer. Auch der Verlierer. Hat mal Dennis gegen dich Mind Grand Final gewonnen? Nee. Hat er irgendwann 2015, als Jedo gerade angefangen hat. Oh, nice. Comeback Turn. Ich glaube, seitdem hat Dennis aber einmal... Kein Turn von Maxi, weil die Box kann nicht turnen. Bei einem von diesen Panda-Lieferinieren hat er gegen mich gewonnen einmal. Oh, das, Dennis, was? Take das nicht. Okay, aber Maxi ist doch, nimm diesen Stock, bitte. Das ist der versteckte Dialog, den man nicht kennt, wenn man nicht genau drinsteckt in diesem Game. Lele ist Diskurs. Oh mein Gott. Und der Pop-Off. Ich hasse es. Dennis macht gleich den H-Box-Pop-Off. Oh. Maxi ist so, genug coole Sachen. Upsmash auf Shield. Nochmal. Das war gut. Er hat kein Schild. Gib mir deine M&M's. Oh, nice. Let's go. Oh mein Gott, das ist... Er fühlt sich selbst. Oh, die Drills, da sind sie wieder. Du möchtest eine Lampe aufhängen? Frozen hat die Drills. Oh. Hätte er die mal gehabt, als ich meine Lampe aufhängen wollte, der Pizza, Alter. Also, no. Okay, und das ist Juego Cinco. Das erste Mal zwischen den beiden? War das schon mal so knapp? Ja, auf jeden Fall. Okay. Das sehe ich jedes Mal sicher. Ich habe keine Ahnung, wie knapp es ist bei den beiden. Ich gucke nie zu, wenn die spielen. Weil meistens bin ich schon längst gegangen oder bin schon wieder langweilig nach den Friendlies, die ich nach meinem Turnier spiele. Oh, das sitzt. Oh, okay. Wir sind zurück. Yes, yes. Oh, hängen geblieben vielleicht im Moment? Oder absichtlich? Ja, er wollte abdrehen. Oh, geiler Forward Air. Einfach. Und guter Check. Oh, ist schlecht. Wir leben. Nein, der zweite schon. Aber, doesn't matter. Schon so viel Prozent. Let's go. Oh, die Down Smash. Jawohl. Geiler. Oh! Jesus. Ja, Holzke. Und dann sowas halt, ne? Fragt man sich. Cool, guter Backer. Fragt man sich, wo kommt man dann hin? Fragt man sich, wie konnte der gegen irgendjemanden gewinnen? Konstantin? Ich weiß es nicht. Ah, man weiß es nicht. Geiler Firefox unter dem Körner. Oh, schön. So schön. Let's go. Yes. Yes! Woo! Let's go! Ah! Das ist so, dann nimmst du dein, weißt du, packst du im Regal irgendwo im Supermarkt irgendwas ein und dann nimmst du es die ganze Zeit mit, und dann an der Kasse legst du es so zu den Kaugummis, du bist so, ich will es nicht kaufen. Aber er hat es einfach gekauft, er war so, echt, diesen Stock nehme ich bitte mit nach Hause. Ich weiß nicht, wo du damit hin wolltest, ganz ehrlich. Die Kombo war so tight. Let's go! Okay, es ist mega hype. Peach in krassen Kill-Prozenten. Oh, es hat geklankt. Ja. Schade, schick nach vorne. Ja, das wollte er nicht. Das war gut. Okay, Maxi ist, er ist einfach so, ey, lass mich mal ganz kurz skaten. Let's go! Maxi. Winner Stock. Maxi. Fruzi. Was ist das? Jawohl. Reingehalten. Wie ein König.
Jawohl. Geile Idee. Ja, ja, wirklich. Nirgendwo hingegangen. Das ist gut für ihn. Das ist gut für den Maxi-Stock. Die Maxi-Coin. Scheiße. Oh, so close. Aber Dennis ist Clutch Master of Clutch Dude. Er will diesen Stock safe. Er will ihn so krass. Ja, ja, ja. Guck, guck, guck. Okay. Okay, okay. So. Aber das sind, ja, ja, das sind gruselige Prozente. Das sind ganz gruselige Prozente. Ja, Fischer hat den Abzeichen jetzt schon. Das ist. Oh! Oh, Dennis, wie sick bist du? Zeig's uns! Oh mein Gott, das war. Oh, Shy Guy, die Eye, ganz nach links! Achso, nö, ich bin gar nicht mehr auf der. Oh. Sickest Game. Sickest Game. Max, he's so hot right now. So hot right now. Das war tight.